Hi und herzlich willkommen auf Renjas Backwelt. Heute bereite ich Kakaocremeschnitten zu, die nicht gebacken werden müssen, ruckzuck zubereitet sind und super lecker schmecken. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 600 ml Sahne, 400 g Schmand, 80 g Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 4 Päckchen Sahnefest, 4 Esslöffel Butter, die ich hier schon zerlassen habe, 2 Esslöffel Puderzucker, 2 Esslöffel Backkakao und 2 bis 3 Päckchen Kakaobutterkekse. Zuerst schlage ich die Sahne mit ungefähr der Hälfte des Sahnefestpulvers steif. Dann verrühre ich den Schmand mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Und zwar so lange, bis der Kristallzucker sich komplett aufgelöst hat. Nun rühre ich das restliche Sahnefest ein. Die steif geschlagene Sahne hebe ich zum Schluss vorsichtig unter die Masse. Jetzt bereite ich die Kakaobutter zu und dafür verrühre ich die Butter mit dem Backkakao und dem Puderzucker, bis sich alles gut miteinander verbunden hat. Meinen Backrahmen habe ich auf eine Größe von ca. 29 x 19 cm gestellt und lege ihn jetzt mit einer Lage Kakaokekse aus. Die Kekse bestreiche ich dünn mit der Kakaobutter. Falls die Butter in der Zwischenzeit wieder etwas fester wird, könnt ihr sie leicht erwärmen, dann lässt sie sich nämlich besser verstreichen. Dann verteile ich so viel Creme auf den Keksen, bis sie bedeckt sind. Anschließend fahre ich mit den Schichten fort, bis die Zutaten aufgebraucht sind, schließe das Schichten jedoch mit der Creme ab. Nun geht es für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank oder am besten über Nacht. So, die Kühlzeit ist um. Ich hatte die Cremeschnitten über Nacht im Kühlschrank. Somit sind sie jetzt gut durchgezogen. Jetzt zerbrösel ich noch 4 bis 5 Kakaokekse und verteile sie anschließend auf der Creme. Den Backrahmen entferne ich jetzt vorsichtig und dann geht das allererste Stück natürlich wieder an euch. Die Kakaocremeschnitten sind so einfach gezaubert und total lecker. Probiert sie unbedingt mal aus. So, ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.